Wer nimmt sich, und das ist doch die Frage, um die es eigentlich geht, das Recht heraus, überhaupt zu entscheiden, welcherlei Substanzen wir nehmen dürfen, sollen sogar, damit der Staat und entsprechend das Systemkonstrukt, dem wir hier ausgesetzt sind, entsprechend sich zu versorgen wissen, und welche Substanzen wir nicht nehmen dürfen und wo wir sogar bestraft werden. Es ist ein einziger Witz der Willkür. Ja, und das ist das, was auch unsere Prohibition auszeichnet. Ja, die EA-Zuschauer haben es schon öfter gesehen wahrscheinlich. Wir haben schon ein paar Mal erklärt, aus welch ebenso willkürlichen Beweggründen heraus die Drogenprohibition der War on Drugs eben ausgefochten wird seit vielen, vielen Jahren und hoffentlich nicht mehr lange. Wir allerdings wollen uns heute mal die Frage stellen, ja, wie kommt es überhaupt, dass irgendwelche Substanzen verboten sind? Ja, wie kommt es überhaupt, dass sich Politiker ins Fernsehen oder in die Medien stellen und sagen, es gibt kein Recht auf Rausch? Wer überhaupt ist dafür zuständig, festzusetzen, was unsere Rechte sind und was nicht? Ja, das ist alles, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen ein einziger schlechter Witz tatsächlich in der sogenannten Politik, die ja eigentlich dafür da sein sollte, das Volk zu schützen, das Volk zu vertreten, die das aber genau nicht tut, sondern die uns stattdessen regiert. Ja, auch wir leben hier in einer Diktatur der politischen Parteien. Hier wird im Grunde genommen eine Diktatur der Wirtschaft, denn die Wirtschaft diktiert ja den politischen Parteien, was sie zu sagen und was sie zu machen, was sie letztlich auch zu entscheiden haben. Und das ist so, da kann man drüber streiten, aber es wird immer wieder zum Ergebnis führen, dass dem in der Tat so ist. Das lässt sich auch nachweisen, belegen, ja, gar kein Problem. Nun ist es ja so, stellt sich ja der Politiker von heute, geleitet durch die wirtschaftliche Lobby, dahin und sagt, ja, wir müssen unsere Bürger vor sich selbst schützen. Die nehmen Drogen möglicherweise und das ist ja sehr gefährlich. Da kann man krank werden, da kann man abhängig werden, da kann man sogar dran sterben und so bla bla bla. Ganz davon ab, dass die gefährlichsten, wenn man so will, Drogen legal sind, nämlich der Tabak und der Alkohol und auch viele Pharmaka wie Benzodiazepine etc. pp., die ein unglaubliches Abhängigkeitspotenzial besitzen. Andere Drogen hingegen, zum Beispiel LSD oder die ganzen Halluzinogene, ja noch nicht mal süchtig machen können. Ja, also, wer stellt sich also dahin und will uns erzählen, was wir dürfen und was nicht? Wenn es tatsächlich darum ginge, uns zu schützen, ja, dann müssten viele Dinge verboten sein, zum Beispiel auch im Nahrungsmittelbereich. Ja, wir sind in der Lage, als Bürger, die wir frei entscheiden dürfen, uns mit Nahrungsmitteln, ganz simplen Lebensmitteln, sehr zu schaden. Zum Beispiel, wenn wir zu viel Salz essen, zum Beispiel, wenn wir zu viel Zucker essen, beispielsweise. Ja, auch mit Wasser kann man sich ganz besonders schädigen. Ja, man kann zum Beispiel darin ertrinken. Man kann aber auch an einer Dehydratation sterben, wenn man zu wenig Wasser. Es ist also so, wie ich es immer predige, der richtige Umgang, der korrekte Umgang, der auch den mündigen Bürger ausmacht und der darüber entscheidet, ob etwas schädlich oder unschädlich ist. Nun würde sich aber niemals ein Politiker dahinstellen und sagen, wir verbieten das Salz oder kontrollieren das. Wir müssen gucken, man kann ja mit Salz auch seine Mitmenschen schädigen. Ja, zu große Salzmengen im Essen sind sehr, sehr gefährlich, kann man krank werden von. Ja, oder auch solche Institutionen, wirtschaftliche Institutionen wie die Fastfood-Ketten, McDonald's, Burger King und Co., die müssten eigentlich verboten sein, wenn unsere Politik darauf abzielen würde, uns zu schützen. Ja, denn dieses Essen kann in der Tat krank machen, es kann Menschen umbringen, es ist einfach, ja, wir können es auf den Punkt bringen, hier wird Abfall verkauft an willige Menschen, die gerne Abfall mit Geschmacksverstärker versehen konsumieren. Ja, niemand käme auf die Idee, das zu regulieren, das auch nur im Geringsten irgendwie zu kritisieren, zu verbieten gar, um Gottes Willen, denn hier steht wieder die allgegenwärtige Wirtschaftslobby oder die allgegenwärtigen Wirtschaftslobbys stehen hier wieder und halten ihren Finger drauf. Ja, und deswegen ist es auch mit den psychoaktiven Substanzen so, ja, zum Beispiel die Pharmalobby hat ein großes Interesse daran, dass psychoaktive Substanzen nicht einfach für jeden so verfügbar sind. Wo kämen wir denn dahin? Dann bräuchten wir vielleicht viele Medikamente gar nicht mehr, ja, ganz davon ab würden die Bürger, die möglicherweise mit Psychedelika Erfahrungen machen, dann nicht mehr so brave Bürger sein, wie man sie in Zeiten der Schule, des Kindergartens und auch der Ausbildung eben heranerzogen hat. Mühsam, hat ja auch viel Geld gekostet, uns Roboter zu erziehen, uns brave Steuerzahler, die einfach nur die Schnauze halten. Ja, und das ist natürlich für die Regierung und eben für die Chefs der Regierung, nämlich die Wirtschaftslobbys, ganz besonders wichtig, dass wir die Fresse halten und bloß nicht Bescheid wissen. Ja, nur deshalb gibt's auch so Dinge wie Herrschaftssprache und so. Wenn ein Politiker redet, dann ja mit Absicht so, dass ihr nichts davon
davon versteht. Das ist ja kein Zufall, sondern ganz bewusst so gestaltet. Ihr denkt, ach, das verstehe ich alles nicht, das ist mir viel zu hoch, da sollen sich mal Leute drum kümmern, die Ahnung haben, so, und das ist ja gewollt. Ja, wir sollen uns keine Gedanken machen. Und wer Psychedelika nimmt, der ist ein potenzieller Denker, jemand, der möglicherweise die Dinge auch in Frage stellt. Ja, viele von euch werden das möglicherweise selbst erlebt haben in ihren Anfangszeiten. Man fängt an, sich andere Gedanken zu machen als vorher. Ja, und genau das ist auch der Grund, das gepaart mit den wirtschaftlichen Interessen, warum die psychoaktiven Substanzen verboten sind. Ja, normalerweise bräuchten wir gar niemanden, der uns sagt, was wir nehmen sollen, was wir essen sollen, was wir nicht nehmen sollen, was wir nicht essen sollen. Das könnten wir ganz alleine entscheiden. Wir hatten gerade schon das Beispiel mit den Lebensmitteln. Da stellt sich niemand hin und sagt, dieses Lebensmittel ist jetzt gesund und das wird gefördert und dieses Lebensmittel ist ungesund und das wird reglementiert und so weiter. Nein, sowas gibt es nicht. Das gibt es nur bei den Substanzen. Und da ist eben das sogenannte Betäubungsmittelgesetz, was also hier sozusagen, ja, als Regulator wirkt. Ja, interessant ist es doch, wenn man das ganze Pferd mal von der anderen Seite her aufzäumt. Ja, es ist also nachgewiesenermaßen schon immer so, dass der Mensch, seit es ihn gibt, auf den Rausch aus ist. Dass der Mensch, seit es ihn gibt, den Rausch sucht und den Rausch auch findet und genießt und integriert. Ja, was machen Rauschpflanzen oder Rauschsubstanzen, psychoaktive Substanzen mit uns? Warum sind die für uns Menschen so wichtig? Ja, da geht es um verschiedene Faktoren. Da geht es um Relaxation, Hedonismus, wir wollen entspannen, wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen einfach mal einen anderen Bewusstseinszustand als den ganzen Tag über. Ja, wir wollen Spaß. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Bei uns wird es auch ein bisschen verpönt, wer Spaß haben will, naja, Spaß, ja, ist doch unwichtig. Nein, es ist eben nicht unwichtig, Spaß zu haben, um glücklich zu sein, um ein schönes, würdiges Leben zu führen. Wir sind aber den Rauschpflanzen auch, wir sind auch an den Rauschpflanzen so wahnsinnig interessiert, weil sie eben ein enormes Potenzial haben zu heilen, und zwar sowohl geistig wie auch körperlich. Ja? Und all dies sind menschliche Grund- und Urbedürfnisse. Das Bedürfnis nach Rausch ist also ein Bedürfnis nach Heilung, ein Bedürfnis nach spiritueller Erfahrung, ein Bedürfnis nach Spaß und Freude, ein Bedürfnis nach Abwechslung, ja? Ein Bedürfnis nach einem etwas bunteren Leben möglicherweise. Und all das wird von unseren Politikern, die ja so tun, als hätten sie was zu melden und die uns dann in diesem Augenblick, wo wir glauben, sie haben was zu melden, uns auch regieren, uns auch diktieren. All das wird von denen in die Hände von Kriminellen gelegt mit der Drogenpolitik. Also unsere ureigensten Bedürfnisse, Heilung, Rausch, Ritual, Ekstase, spirituelle Erfahrung, Spaß, Freizeit, das alles. Es gibt ja keine Bedürfnisse, die irgendwie noch stärker in uns verankert werden, außerdem natürlich nach Nahrung und Flüssigkeit, ganz klar. Aber diese Bedürfnisse, die wir alle haben, alle Menschen, und zwar von Geburt an und schon immer, werden durch die Drogenpolitik in die Hände von Kriminellen gelegt. Ja, ist das nicht ein Wahnsinn? Ja, und nun stellt euch mal vor, ihr bildet also eine Gruppe, einen Verein, sagen wir mal, nur um mal zu verdeutlichen, wie irrsinnig das ist. Ihr habt einen Verein und ihr seid 30 Personen und ihr wollt in diesem Verein, was weiß ich, irgendwas, ihr habt ein Thema, jeder Verein hat ein Thema. Und dann wird einer gewählt, das ist der Vorsitzende. Und dieser Vorsitzende ist ja eigentlich da, um euer Sprecher zu sein. Weil nicht alle 30 Mitglieder des Vereins überall zu jeder Fragestellung irgendwas sagen können, muss es einen Sprecher geben, so wie der Klassensprecher eben auch in der Schule. Und der ist ja sozusagen dann euer Vertreter. Der soll das, was die 30-köpfige Gruppe im Verein beschließt und möchte und wünscht, nach außen tragen. Und nun stellt euch vor, stellt sich dieser Vertreter plötzlich über euch und sagt, ich bin ab heute euer Boss. Und ihr macht nur das, was ich euch sage. Und welche Rechte ihr habt, definiere ich. So. Da würde jeder sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Verein, da trete ich sofort aus, leck mich doch an die Füße. Ja, aber genau das, liebe Gemeinde, lassen wir uns tagtäglich im normalen Leben gefallen, denn so funktioniert unser Spiel hier auf dieser verschissenen, vom Menschen gemachten Welt. In einer eigentlich wundervollen Welt, in einer wunderschönen Welt, ja, aber wer sieht die noch vor allem Chaos, was es da so gibt?
Ja, liebe Gemeinde, das sollte jetzt nur mal ein kleines Anregungsmittel für euch sein. Denkt mal drüber nach. Ja, ich werde da sicherlich noch einiges zu erzählen in Zukunft. Das jedenfalls ist für mich der Grund zu sagen, gebt alle Drogen frei. Der Mensch weiß selber, was er sich antut. Der Mensch muss selbst klarkommen mit den Dingen, die er entscheidet. Wir wollen einen mündigen Menschen, der selbst entscheidet, ob er Salz isst und wenn ja, wie viel. Der selbst entscheidet, ob er Cannabis nimmt und ja, wenn wie viel. Der selbst entscheidet, was er tut. Ja, und die Drogengesetzgebung geht ja davon aus, dass jemand, der Drogen nimmt, also schädlich ist für die Gesellschaft. Ja, das ist er auch. Wir hatten es eben schon erklärt. Möglicherweise ist er ein potenzieller Denker, ja, der sich auch auflehnt, vielleicht ein potenzieller Anarchist. Ja, aber wir haben ja laut Grundgesetz auch das Recht darauf, uns selbst mit jedweder Substanz zu versorgen. Letzten Endes ist es so, denn wir haben ein Recht auf Selbstschädigung. Ja, und da darf ich mal den bekannten Professor Lorenz Böllinger, ein Professor für Strafrecht, darf ich da mal zitieren. Nach Lorenz Böllinger muss der Konsum an sich wegen des verfassungsrechtlich garantierten Prinzips der Straflosigkeit selbstschädigenden Verhaltens straflos bleiben. Ja, das bezieht sich auf Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ja, liebe Gemeinde. Und das sagt doch auch schon alles. Ganz davon ab, wer abends im Wohnzimmer oder wo auch immer eine Tüte raucht oder was auch immer zu sich nimmt, schädigt damit ja niemanden anderen. Also die Politik unterstellt, dass Menschen, die Drogen nehmen, wahrscheinlich auch andere anstecken, verleiten, überreden, auch welche zu nehmen und dass Menschen, die Drogen nehmen, vielleicht andere mit ihren Substanzen schädigen. Ja, die berühmte Tablette in der Disco im Glas, ja, auf die manche meiner Kollegen bis heute warten. Also alles das hier wird mit vollkommen unlauter Mitteln und an der Realität vorbei Politik gemacht. Warum? Weil die Wirtschaft die Politik diktiert.